Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar teste ich heute mal wieder was Neues in Sachen Shisha. Und zwar von der Marke Big, die Icebox. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier in der Sorte Ice Blueberry. Und ich bin einfach mal gespannt, wie so Steine laufen. Sind auf jeden Fall sehr, sehr flüssig hier unten drin und sehr, sehr blau. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Habe ich bei Amazon bestellt, weil bei Amazon kann man ja keinen normalen Tabak bestellen, also keinen normalen Shisha-Tabak. Ich glaube, Tabak verkaufen bei Amazon ist ja verboten. Soweit ich weiß, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Da gibt es nur die Steine zu kaufen von verschiedenen Marken, also von Shiatsu, Big oder keine Ahnung, was es da noch gab. Auf jeden Fall habe ich mir die hier geholt. Die haben 4,50 Euro gekostet, die 120 Gramm. Und ich habe gesehen, das variiert von Sorte zu Sorte. Also da gab es Sorten, die haben nur 3,50 Euro gekostet, aber es gab auch Sorten, die 7,50 Euro gekostet haben. Ich mache euch einfach mal einen Link unten in die Beschreibung. Ja, wenn man das hochrechnet, sind die eigentlich 120 Gramm für, sag ich jetzt mal, 5 Euro. Eigentlich günstiger wie jetzt Tabak für 200 Gramm für 14,90 Euro oder so. Aber ich meine, dafür muss es halt auch so gut schmecken und so gut rauchen. Weil ich meine, man raucht ja hauptsächlich Shisha, zumindest ich rauche hauptsächlich Shisha, wenn es schmeckt und wenn der Rauch halt geil ist. Ansonsten macht es halt einfach keinen Spaß, weil ich bin generell Nichtraucher. Und ja, mir macht es halt wirklich nur Spaß, wenn es geil raucht und wenn es gut schmeckt. Ich meine, Steine generell gibt es ja wirklich jetzt schon ewig, aber ich muss sagen, ich habe es noch nie geraucht. Ich habe es noch nie probiert, keine Ahnung. Deswegen will ich das einfach mal mit euch zusammen testen, mal gucken, ob es schmeckt, mal gucken, ob es genauso gut raucht. Mal gucken, ob man genauso gut damit rauchen kann, also genauso lang damit rauchen kann. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 45 Minuten oder eine Stunde lang, wie man teilweise mit Tabaksorten rauchen kann. Oder sogar noch länger. Und ja, das will ich halt einfach mal jetzt testen. Der genaue Grund, warum es die Steine gibt und warum die bei Amazon verkauft werden dürfen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht mit den Steinen nicht ganz so schädlich ist wie mit Tabak. Weil halt einfach kein Tabak verbrannt wird, sondern nur hier diese Molasse, die hier drum hängt. Aber ich will euch da nichts Falsches sagen, keine Ahnung, warum es die Steine gibt, keine Ahnung, ob es gesünder sein soll, was auch immer. Was ich noch testen will, da werde ich euch dann irgendwie in ein paar Wochen oder ein paar Tagen noch ein Fazit davon geben, ob man die Steine, wenn man sie geraucht hat, wieder sauber machen kann mit Wasser und wieder hier reinmachen kann, damit die sich wieder mit der Säure, beziehungsweise Säure, mit der Molasse, die hier drin ist, da sieht man, das ist ziemlich nass, damit die sich wieder vollsaugen und damit man mit den gleichen Steinen irgendwie mehrmals rauchen kann. Und ja, das werde ich halt auch einfach mal testen. Ich mache das jetzt hier erstmal auf. Auf jeden Fall ist das hier so ein kleines blaues Schächtelchen, wie gesagt. Dann kommt hier so eine Folie, die ist noch oben drüber. Die werde ich jetzt erstmal entfernen müssen, was ohne Fingernägel relativ schwer ist. Aber ich habe hier einen Kuli. Machen wir das Ganze hier mal rundherum auf. Boah. Das riecht total wie diese Mentholcreme oder diese Salbeicreme, die man sich, wenn man irgendwie erkältet ist, sich hier auf die Brust schmieren kann. Genauso riecht das. Aber ich denke, das soll doch eigentlich auch Blaubeere sein. Die Blaubeere rieche ich eigentlich nicht mit raus. Aber so sieht das Ganze aus. Sieht auch irgendwie geil aus wie so richtige Steine, weil das so durchsichtig aussieht. Das sieht eher aus wie so blaues Gelee. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke mal, ich werde das Ganze in einem... Das sind aber Steine, also Gelee ist es nicht. Ich denke mal, ich werde das Ganze in meinem Silikonkopf rauchen. Ich habe ja jetzt mittlerweile so viele Köpfe. Ich habe, glaube ich, 3 von den normalen Tonköpfen mit Kaminaufsatz. Da habe ich den Silikonkopf, dann habe ich den Königskopf. Und ja, ich denke mal, ich werde es aber im Silikonkopf mal versuchen zu rauchen. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt mal einen Kopf damit und melde mich dann gleich zurück. So sieht das Ganze jetzt zusammengebaut aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig gebaut habe. Wie ihr seht, ist das hier richtig geil blau. Ich habe jetzt ja zu viel drin. Bin einfach mal gespannt, ob das hier so funktioniert. Und ich würde sagen, ich rauche die jetzt mal an und melde mich zurück, wenn sie angeraucht ist. So, das Ganze liegt jetzt mal da oben drauf. Ich lasse es jetzt noch mal ganz kurz warm werden. Dann werde ich mal kurz ziehen, beziehungsweise ich werde es dann mal anrauchen. Was mir auf jeden Fall jetzt schon mal aufgefallen ist, es riecht nicht so extrem verbrannt oder so. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn man jetzt zum Beispiel die Softbox, die lege ich nochmal 2-3 Minuten immer mit auf den Grill.
damit es auch warm wird, damit es halt einfach viel schneller ist anzurauchen, beziehungsweise man muss es dann kaum noch anrauchen. Und wenn man dann die Softbox oben auf den Tabak drauflegt, dann riecht es teilweise echt ziemlich stark verbrannt. Auf jeden Fall war es mal bei mir der Fall so. Und das Gleiche habe ich jetzt mit den Steinen gemacht. Und es riecht einfach irgendwie richtig angenehm fruchtig, also nach Blaubeere, aber nicht verbrannt. Also es ist halt einfach kein Tabak, der verbrennen kann. Klar, diese Molasse kann zwar verbrennen, aber man riecht es nicht. Und ich muss sagen, es riecht auf jeden Fall jetzt schon mal hier im Zimmer angenehmer, als wie wenn ich mit Tabak rauche. So, ich habe das Ganze jetzt mal angeraucht. Ich muss sagen, geschmacklich ist es wirklich gut. Also ich sag mal in Ordnung, weil diese Eisblaubeere, gut, man schmeckt es zwar, weil ich finde, es könnte um einiges intensiver sein. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt beim Geschmack, dass da der Tabak halt viel intensiver ist als die Steine. Aber was ich trotzdem sagen muss, es riecht wesentlich angenehmer hier im Raum. Gut, was für viele wahrscheinlich egal ist. Und es kratzt wirklich null. Also es lässt sich richtig geil und angenehm ziehen und es schmeckt halt auch gut. Also es schmeckt null verbrannt, es schmeckt nicht nach Kohle, gar nichts. Und ja, wie gesagt, der Geschmack, der könnte vielleicht minimal intensiver sein, ist aber trotzdem gut. Also er lässt sich halt relativ angenehm rauchen. Vielleicht wenn es jetzt zu heftig wäre, der Geschmack, gerade diese Eisnote, wäre es vielleicht auch nicht mehr geil. Aber ich muss echt sagen, wundert mich eigentlich, dass ich das nicht früher ausprobiert habe, weil es ist eigentlich, wenn es so hochrechnet, günstiger. Und es gibt eigentlich auch echt recht gute Sorten da vorne, habe ich gesehen. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, dann werde ich auf jeden Fall mehr so Sorten rausprobieren. Vom Rauchen her, es läuft eigentlich genauso wie normaler Tabak, muss ich sagen. Das Anziehen hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber das kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich nur zwei kleine Kohlen drin habe. Normal habe ich immer zwei große Kohlen drin, jetzt habe ich nur zwei kleine drin. Theoretisch hätte ich drei kleine reinmachen müssen oder halt zwei große. Aber gut, jetzt ist mittlerweile die Hitze da und ich würde sagen, es läuft eigentlich echt gut. Also meiner Meinung nach ist das eigentlich mit den Steinen nicht so verkehrt. Könnt ihr mal eure Meinung drunter schreiben oder irgendwie eure Erfahrungen oder warum es die Steine gibt oder ob es gesünder oder ungesünder ist. Da habe ich keinen Plan davon. Ich denke mal so 4-5 Köpfe müsste ich normalerweise mit den Steinen hinbekommen. Wie gesagt, die haben 4,50 € gekostet. Ist eigentlich preislich echt in Ordnung. Ja, also ich kann eigentlich echt nichts Negatives dagegen sagen. Probiert es auf jeden Fall auch mal aus. Die meisten von euch haben es vielleicht sogar schon ausprobiert. Ich kann es eigentlich weiterempfehlen für den Preis. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal die weiteren ausprobieren, weil es läuft echt gut. Es kratzt nichts, es riecht nicht so extrem krass wie jetzt irgendwie Shisha-Tabak, der anbrennt oder so. Natürlich gibt es bei den Steinen nicht so extrem krasse und geile verschiedene Sorten wie beim normalen Tabak. Aber die Standardsorten, denke ich mal, werden da ganz gut sein. Und deswegen würde ich sagen, das war es erstmal wieder von meinem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Ciao.